Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einer weiteren Episode Road to Glove Unboxing. Und zwar habe ich mir wieder hier 10 Hydro Kisten zugelegt, mit Keys sogar, sonst kann ich die ja nicht aufheben. Und ja, ich hoffe mal auf das Beste. Und ja, Santa Elmo Edition, weil ja, ihr wisst Bescheid, es ist der CSGO Adventskalender Dezember. Falls ihr noch mehr von mir in meinem Kostüm sehen wollt, dann könnt ihr bei dem Adventskalender vorbeischauen. Falls ihr den noch nicht kennt, ich werde ihn in der Videobeschreibung verlinken. Erster Link natürlich. Ist klar. Und dann würde ich auch gleich mal die erste Kiste aufhebeln. Ich hoffe, ich habe heute mehr Luck. Ich hoffe, dass mir dieses Kostüm Glück bringt. Aber ich werde es gleich sehen. Beziehungsweise wir werden es gleich sehen. Und dann lass auch gleich mal die erste Kiste aufhebeln. Ich merke schon wieder, dieser Bart geht mir übelst auf den Sack. Aber alles easy. Die Stat-Track M4 Hellfire wäre schon mal lecker gewesen. Ja. Gut. Condition, Field Tested. Na gut, Field Tested ist scheiße. Komm, gib mir Handschuhe. Ich am besten so rote. Passend zum Kostüm. Ich will rote. Gibt es rote? Ich weiß es nicht. Oder weiße. Irgendwelche auch passend zum Kostüm. Das wäre mega der dope Shit. Oder wenigstens ein Red Skin. Mein Kostüm ist doch auch Red. Aber geben Kisten ist halt nicht mehr so das Wahre. Da kommt ja eigentlich nur noch Bullshit raus. Ich bin mir auch gar nicht sicher, welche, also die wievielte Episode das schon ist von dem Road to Glove. Ich glaube die 6. oder die 7. Ich werde es halt dann beim Bearbeiten sehen. Okay, die ersten 4 Kisten waren mal nicht so krass am Wien. Komm, gib mir. Mac 10. Nice. Ich glaube, hier gibt es auch einen Center Game. Wenn ja, Digga, komm her. Da. Mein linker Platz ist frei. Mate, und lass mich reinlacken. In dein Hintertürchen deines Adventskalenders. Das wär nice. Und noch ein Blue Skin. So, 3 Kisten wären es noch. Die Hydra-Kisten sind auch, wenn wir nicht nochmal steigen, der kostet eine ist schon 70 Cent. Und verdient für das, was hier nur gezogen wird. Lululu. Komm schon, gib mir was Neues. Ist nicht nice. Nein. Ich glaube, ich sollte mal wieder gambeln gehen und auf die Kisten hier kacken. Werde interessiert an einem Gamble-Video im Santa Elmo Kostüm. Könnte ich vielleicht auch bringen. Und da ist das Dead Track Hellfire, was ich am Anfang gesehen habe. Bitte sei FN. Minimal. Jungs? Gucken wir doch gleich mal nach, was das Ding kostet. Ich hoffe, es ist viel. Na gut, 46, ja, 45. Das geht schon, Jungs, ey. Das ist... Oh mein Gott. Ich bin ja so nice, ey. Okay, heute mal mit Profit rausgegangen. Es sind zwar keine Gloves, aber... Ja, kann man schon mal machen, kann man sich schon mal gönnen. Es ist nice, wenn es so gerade läuft, glaube ich, nehme dann gleich doch noch ein Gamble-Video auf. Nee, das ist, ja, heute ist ein recht guter Tag, kann man, finde ich nice. So Jungs, dann war es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich weiß es nicht genau, wann ich das Video hochladen werde, ich schätze mal am Sonntag. Und circa eine Stunde nach dem Video oder keine Ahnung wann genau, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann ich es hochladen werde. Sollte ja dann das nächste Adventskalender-Türchen-Video kommen. Und da könnt ihr dann auch noch vorbeischauen, falls ihr da mitmacht. Über einen Daumen nach oben würde ich mich dann auch noch freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock hättet auf ein Gamble-Video im Santa Elmo-Kostüm. Und dann sage ich auch gleich ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Oder euer Santa Elmo. Jingle Bell, Jingle Bell.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has